now like to ask the Federal Chancellor of the Republic of Austria, Herr Nehammer, for his actual statement, please. Thank you very much. I mean, you asked me a question to do my statement. What do you think the new Europe will look like, was the question. Europa aussehen, das war der Ausgangspunkt meines Statements hier. Ich danke zunächst einmal ganz herzlich dafür, dass ich beim Europäischen Forum Altbach dieses Jahr dabei sein kann. Dieses Jahr war wirklich ein Jahr, in dem wir in eine neue Phase eingetreten sind mit dem 24. Februar. Wir leben bereits in einem neuen Europa. Und es mag unglaublich klingen, aber es ist so, der Krieg ist wieder auf europäischem Boden. Es kämpft ein europäisches Land um seine Freiheit und die russische Invasion in der Ukraine ist ein großes Risiko für den Westbalkan, da dadurch die Destabilisierung eintreten kann. Und damit könnte der Krieg direkt ins Zentrum, ins Herz Europa vordringen. Wir sehen, dass die politische Situation sehr volatil ist und was die Wahlen im Oktober angeht, da ist am Westbalkan auch eine Situation der Spannung zwischen Serbien und Kosovo. Ich hatte die Möglichkeit, rückzublicken auf das Treffen in Brüssel vorige Woche zwischen Premierminister Vucic und dem Premierminister des Kosovo. Und es hat sich wie immer gezeigt, man muss miteinander sprechen. Wir müssen auch daran denken, dass es immer noch die Republika Srpska gibt und den Einfluss der Russischen Föderation auf die Republika Srpska. Ich habe gehört, dass Präsident Dodik in den nächsten Wochen mit Wladimir Putin zusammentreffen will. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die EU und der Westbalkan schon vor dem Krieg in der Ukraine wichtige strategische Partner füreinander waren. Und besonders hat das für Österreich gegolten. Und das gilt umso mehr nach der russischen Aggression, nach dem Angriff auf die Ukraine. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass die Gespräche in der EU sich nun viel häufiger um den Westbalkan drehen. Daher war es für mich sehr wichtig, auch ein Schwergewicht des letzten Europäischen Rates auf Bosnien-Herzegowina zu legen und die Möglichkeit des Kandidatenstatus dieses Landes zu besprechen. Wir haben entschieden, dass die Ukraine Kandidatenstatus erhalten soll, weil wir glauben, dass es ein wichtiges Signal für die Zukunft der Ukraine ist. Es gibt den Menschen in der Ukraine Hoffnung, wenn wir ihnen zeigen, dass sie Teil Europas, Teil der europäischen Familie sind. Und aus diesem Grund glaube ich, dass alle Länder des Westbalkans es ebenfalls verdienen, eine glaubhafte EU-Perspektive zu erhalten. Und Österreich hat sich dem fest verschrieben und wird dabei bleiben. Es darf keine Bewerber erster oder zweiter Klasse geben und keinen zweierlei Maßgedanken. Das neue Europa, in dem wir jetzt leben, muss anerkennen, dass es heute wichtiger ist, miteinander zu arbeiten, miteinander zu sprechen, ganz besonders mit den Ländern auf dem Westbalkan. Denn als Österreicherinnen und Österreicher und auch in der Europäischen Union haben wir für diese Region besondere Verantwortung. Unsere Sicherheit und Stabilität sind direkt mit dem Westbalkan verknüpft. Bevor ich Bundeskanzler wurde, war ich Innenminister der Republik Österreich. Und ich kann Ihnen
Beweise liefern, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, wie wichtig es ist, Informationen zu teilen, die Menschen zu schützen in Österreich, in Europa, in Bosnien-Herzegowina, in Nordmazedonien, in Montenegro, auf dem gesamten Westbalkan. Und Österreich hat ja auch ganz besondere wirtschaftliche Beziehungen und sichert Zehntausende Arbeitsplätze in Österreich wie auf dem Westbalkan. Das ist der Grund, weshalb ich als Bundeskanzler Österreich als Mitgliedstaat der EU es immer wieder sagen, die EU ist nicht vollständig ohne den Westbalkan. Dankeschön.